Verbindung wird aufgebaut. Mach mal schneller, ich will noch zocken heute. Dankeschön. Und herzlich willkommen zum 13. Part von Alkai Union, der Weg des Drachen. Was für Animations heute hier, das ist doch mal... Ui, ja, jetzt kann er sich langsam bewegen. Wie beim Computer. Erst wird das Bild gemacht, dann wird alles andere gemacht und löse zwei Quests. Das ist heute mal super. Ich hoffe, wir kriegen die Quests zusammen. Ja, heute ist die 13. Folge. Boah, ich hätte nie gedacht, dass ich so lange durchhalte. Übrigens auch mein längstes Let's Play von Dragensang überhaupt bisher. Wuhu! Und 13 ist ja bekanntlich eine Unglückszahl und deswegen werden wir heute in der 13. Folge ja, ein bisschen was Spannendes machen. Ich habe leider so gut wie überhaupt keinen Plan mehr, was ich machen wollte, was ich mir vorgenommen habe oder was ich überhaupt noch machen kann. Ich war jetzt schon 6 Folgen lang in dieser dämlichen Hackersdorf-Grotte. Ich will nicht nochmal rein, im Ernst. Aber wie soll das später erst werden, wenn wir dann 10 Folgen lang bei Herold rumlaufen und... Ne. Das wird dann irgendwann langweilig. Am besten schreibe ich das Überschrift rein, Part so und so viel von so und so viel, bloß nicht gucken, langweilig, und 10 Leute gucken es dann trotzdem. Jetzt muss ich trotzdem nochmal in die Quests reingucken. Mir 2 Quests muss man machen. Bücher nehmen. Okay, Hackersdorf-Grotten und nochmal Hackersdorf-Grotten und eine Fiole Wasser aus dem Brunnen. Da haben wir ja schon die 2 Quests. Also zum x-ten Mal in die Hackersdorf-Grotten rein. Ich weiß, wir könnten uns auch porten. Das werde ich dann wahrscheinlich später machen. So ab Level... ja, ein bisschen späteres Level. Und... also jetzt noch nicht. Jetzt haben wir noch zu wenig Money. Und damit die 13. Folge auch richtig spannend wird, ich muss gerade mal wieder den Map aufmachen, sonst verlaufe ich mich wieder hier hinten, hier drüben wie beim letzten Mal, werden wir in dieser 13. Folge nur 30 Mal sterben, 50 Mal getötet und 70 Mal krepieren nur. Also ein bisschen, ein ganz klein bisschen. Wir wollen es ja mal nicht übertreiben, ne? Wir wollen es nicht übertreiben. Und ich kann diese Grotte einfach nicht mehr sehen. Ich bin selber bald eine Grotte. So, nochmal kurz in die Quests reingucken. Wasser. Das haben wir da angezeigt. Hier haben wir Buch einer Ratshex am Brunnen. Bücher von Hexen. Ach ja, stimmt. Das heißt, wir müssen die Hexe killen. Die hat uns ja letztes Mal genietet. Ich erinnere mich noch, ganz vage. Übrigens hat das erste Mal... Sorry, wenn ich die anderen Parts, die anderen Gelegenheiten davor verpasst habe. Ich habe das erste Mal gesehen, dass jemand auf eine meiner Fragen im Video geantwortet hat. Und zwar habe ich ja mal gefragt vor gefühlten Ewigkeiten, ob ich die Login-Boni einsammle, wenn ich... also jeden Tag mal einen Login-Bonus sammeln oder sowas oder die Kisten... Und ich muss sagen, ich habe das nicht gemacht. Also ihr seht, immer noch Wissen oder beziehungsweise die Bücher, nix. Nur wie eine Kiste von heute. Ich weiß, ich bin böse, ich habe es vergessen. Aber ich hatte diese Woche auch ein bisschen viel zu tun. Ich weiß, typische Ausrede, aber was soll man halt machen, ne? Manche Menschen haben halt nicht so viel Zeit. Wo ist jetzt diese Hexe? Die kam noch letztes Mal von oben rechts. Und wir werden wieder mal gestunt von einem Superkrümel. Wie logisch. Big Point, du kriegst von mir einen Orden für die Logik. Hauen wir erstmal die ganzen Schleim hier da kaputt. Oh, geil! Und das erste Wissen, das wir beim letzten Mal verpasst haben, ist das krass. Wir haben jetzt auch den Bodenbrecher. Jetzt wird es wenigstens ein bisschen einfacher, die ganzen... Wie war das eben ein bisschen einfacher, um die ganzen Viecher zu morden, umzubringen? Können wir sie wenigstens betäuben. Ich muss zugeben, ich habe den Bodenbrecher früher beim DK kaum benutzt. Also, ich habe das Ding zwar schon benutzt, aber irgendwie die Viecher waren, also die Viecher, die Wölfe, was ist denn im Norden, und die Drachen, aus dem Süden, aus den ganzen Kavernen und die Krieger und alles, was mir irgendwie so an Gollum bis hin zum Schleim über den Weg gelaufen ist, das habe ich sofort umgebracht. Mit einem Grundschaden von nicht mal 200. Mann, bin ich froh, wenn wir die Eisenstellen haben hier. Dies finde ich einer der wichtigsten Faktoren überhaupt am Drachenkrieger. Machen wir erstmal die Kiste auf.
Wow, ein Heiltrank, super. Und mir ist aufgefallen, wir sind das erste Mal hier durchgekommen, ohne zu verrecken. Und wo ist jetzt die Hexe? Das bucklige. Nee, die. Ich wollte schon das bucklige Weib sagen, dabei steht da die. Oh, ich habe das Gefühl, wir krepieren hier gleich wieder. Ja, genau. Ich stehe 1 Meter vor dem Vieh. Die Axt reicht. Oh je, 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 die Axt reicht leider keine. Reicht 20 Zentimeter zu wenig. Jetzt nehme ich meinen Heiltrank. Reicht 20 Zentimeter nicht weit. Ach Gott, Deutsch. Sie reicht nicht weit genug. 20 Zentimeter fehlen und schon können wir sie nicht mehr treffen, die Hexe. Ich sollte mir das angewöhnen mit dem Markieren, sage ich schon. Waldläufer-Style. Ui! Wuhu! Unser erstes Außergewöhnliches. Und wir können es nicht anziehen. Aber Level 13, das wollten wir heute sowieso erreichen. Also in meiner Aufnahmesession jetzt hier. Und ich hoffe, dass wir endlich. Oh, das erste Außergewöhnliche, Alter. Bin mal gespannt, wann wir das erste Lecky finden. Das wird Hammer hier, sage ich. Und wieder diese Scheiße hier. Du stehst einen halben Meter vor dem Vieh. Nein, die Axt ist ja keinen halben Meter lang. Plus deine Arm als plus dein Arm als Verlängerung. Halben Meter zu viel, du triffst das nicht. Die Bücher. Wir haben doch das Buch aufgenommen. Liegt das immer noch da rum oder haben wir die falsche. Ich kann mal wieder keine Quest lesen. Das war eine andere Hexe. Hätte mir auch jemand sagen können, dass hier zwei Hexen hin und her laufen. Das ist. Na also, da haben wir es ja. Aber die hat uns wenigstens ein außergewöhnliches getroppt. Ach ja, was ich eben noch sagen wollte mit dem Waldläufer und dem Käse. Und ich sollte mir das Bodenbrecherbetäubung mit der Eisenstirn echt angewöhnen. Ich glaube, der DK hat sogar noch eine dritte. Wo waren denn die Fähigkeiten hier? Fertigkeiten. Eine dritte, genau, der lähmende Ansturm. Wo ist denn der hier? Ansturm. Ansturm mit dem Skill auf lähmender Ansturm. Früher war es noch ein lähmender Ansturm. Naja. Und also 3 Fähigkeiten, um Gegner zu. Wie nennt man das denn? Stunnen? Nee, also betäuben jedenfalls. Das ist schon nicht schlecht. Also das ist eine Menge. Klar, als DK, im Waldläufer hat nur 2, der hat die Jagdfalle und. Nee, nicht die Jagdfalle, der hat sein Fangnetz und sein Vogel. Oh, Oberhexer Garnet. Ach, nicht, wir müssen zu dieser. Gut. Nach Norden. Die haben wir ja schon. Ich weiß, ich gucke 5000 Mal in den Questlog, um ja jedes Wort dreimal zu lesen. Was habe ich denn jetzt gedrückt? Offensichtlich was Falsches. Und. Aha. Haufenweise. Hier werden wir uns noch mal kurz ein bisschen amüsieren. Das ist nämlich nötig. Ich weiß am Anfang, es ist total spannend zuzusehen, wie hier so ein einsamer DK rumläuft und sich amüsiert zwischen 5 Slimes mit 4 oder 5 Fertigkeiten. Das ist Hammer. Das ist einfach ein Hammer. Auf jeden Fall sterben wir jetzt nicht mehr so oft. Zugegeben, unser Level wird höher. Besonders am Anfang, den ersten paar Leveln, geht das ruckzuck. Und die Gegner werden auch ruckzuck schwächer. Wenn ich mir so an die Krümel denke mit ihren 20 HP und dann läufst du mit Alcaraz als Waldläufer da rein und der macht. Wie viel Schaden macht denn der? Bei einem Krümel-Crit 3000? Lecker! Macht's bumm, Krümel. Der müsste eigentlich ein paar Mal krepieren hintereinander. Also 3000 geht halt durch 20. Ich weiß, Mathe bin ich normalerweise gut, aber jetzt bin ich zu faul zum Denken. Mindestens 100 Mal. 150 Mal oder so. Stellt euch vor, Krümel liegt vor euch, fällt um, löst sich auf, taucht, kommt wieder. Fällt um, löst sich auf und so weiter. Und dann kriegt ihr, auch wenn normalerweise kein EP mehr dafür gibt, weil das, weil der Gegner dann ein bisschen ehrenlos ist. Also, als Level 45er ein Krümel mit Level, was hat denn der, 11? Gibt es ja keine EP mehr. Und wenn es mindestens ein EP gibt, dann hat er zum Beispiel 20 Krümel vor euch und ihr haut drauf und kriegt mindestens ein EP und dann gefährden die Krümel nonstop 20 Stück vor euch und die verrecken 100 Mal hintereinander. Und dann kriegt er 100 Mal hintereinander 20 EP. Das wäre doch mal nicht schlecht, oder? Fürs Leveln. Wäre doch mal eine geniale Idee. Also ich weiß, die Hälfte, die hier babbelt, die ist totaler Bullshit, aber stellt euch das nur mal vor. Einfach nur mal auf der Zunge zergehen lassen. Besser als Eiscreme im Sommer. Gratis Punkte beim Leveln. Und da haben wir sie auch schon. Und ich wollte sie gerade stunnen und da ist die Wut weg. Das Einzige, was ich. Ach du alter Scheiße, die Damage. Das Einzige, was ich hasse an den Kriegern. Lassen wir uns besser nicht treffen von der Ollen.